Ganz ehrlich, ich versteh's nicht. Wir haben es auch nicht verstanden. So eine Vorlage am Samstag und dann so eine erste Hälfte. Ja, wir haben nicht das gezeigt, was sie zeigen wollten. Ja, das hoffe ich auch, dass das nicht der Plan war. Leute, mal im Ernst, da muss was passieren bis zur Relegation. So, das war's dann also. Der direkte Aufstieg ist futsch. Ab geht's in die Relegation. Über die Relegation sollten wir uns freuen, natürlich. Das ist ein Erfolg. Ja klar, das stimmt. Das war über weite Strecken eine so starke Saison des FCK. Und diesen dritten Platz, den haben sie sich verdient. Aber wenn du natürlich so auftrittst, wie wir in den letzten drei Spielen und heute explizit, dann noch so einem Wochenende. Ich kann mir das nicht erklären, wo das Selbstvertrauen ist, wo der Biss ist, wo der Hunger ist. Und das ist das Problem. Was ist denn los? Wo war die Überzeugung, die breite Brust, die Bereitschaft, wirklich alles reinzuwerfen? Der eine oder andere war nicht bereit, heute wirklich über irgendeinen gewissen Punkt zu gehen. Aber wie kann das in diesem Spiel sein? Ja, das weiß man nicht. Darüber sollte man sich aber schleunigst Gedanken machen. Denn ja, man kann daran jetzt nichts mehr ändern. Aber da stehen jetzt zwei Relegationsspiele gegen Dresden vor der Tür. Und der Aufstieg ist natürlich noch möglich. Aber dafür muss halt echt was passieren. Denn mit so einer Leistung wie in der ersten Hälfte gegen Viktoria wird das nix. Und beim FCK waren nach dem Spiel irgendwie alle ratlos. Das ist unerklärlich. Können wir uns selber nicht erklären. Es ist jetzt für mich auch recht schwierig, nach dem Spiel sofort dann so eine Frage zu beantworten. Gut, das ist jetzt doof. Nach dem dritten Spiel dieser Art in Folge sollte doch so langsam klar werden, woran das liegt. Vielleicht wisst ihr es ja. Was ist los? Warum tritt die Mannschaft so auf wie in der ersten Hälfte? Wie kann das sein? Und vor allem, was kann man jetzt tun? Und damit willkommen im Fußballgeschäft. Die ersten Stimmen werden lauter, die Gerüchte kommen auf. Ist Marco Antwerpen der Richtige für die Relegation? Ja oder nein? Ich meine, er stellt die Mannschaft auf, er stellt die Mannschaft ein und er stellt sich am Ende selbst die Frage. Vielleicht haben wir auch an gewisser Aufstellung immer zu lange festgehalten, dass wir längst hätten was ändern müssen. Ich hingegen stelle euch die Frage, was jetzt? Weiter mit Antwerpen oder braucht es einen richtigen Rums für die Relegation und er muss gehen? Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Diskutiert darüber gerne in den Kommentaren. Also, gucken wir noch mal kurz auf das Spiel. Also wirklich kurz, weil das ja eigentlich auch keiner noch mal sehen will. Besser hätte es ja nicht laufen können. Also bis zum Anpfiff. 1860 verliert, die Relegation war sicher. Braunschweig verliert, die Chance auf den direkten Aufstieg auf einmal wieder da. Fast 8000 FCK-Fans in Köln dabei. Die Stimmung wieder überragend. Und dann diese erste Hälfte. Die 26. Minute, Ecke, Marcel Risse. Da ist Fritz, 1:0 Köln. Ritter, wunderlich, Sontheimer dazwischen, Risse übernimmt. Und dann wieder Philipp, David Philipp, 2:0. 38. Minute, Köln setzt die Pfälzer unter Druck und das mit Erfolg. Ich glaube, die erste Halbzeit ist unter unserem Niveau. Ja, finde ich ganz schön zusammengefasst. Wäre nur gut, wenn man wüsste, woran das liegt. Ja, wenn das nur mal so einfach zu erklären wäre, dann wird das ja jede Mannschaft machen. Ne? Dann wird es 18, 19, 20 Aufsteiger geben. So ist nun mal der Fußball. Wir haben es heute nicht auf den Rasen bekommen, die erste Halbzeit. Wir haben dann in der Kabine gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Und der eine oder andere war nicht bereit, heute wirklich über irgendeinen gewissen Punkt zu gehen. Und dementsprechend haben wir dann gewechselt. Und ich fand, die zweite Halbzeit war dann eigentlich so, wie wir es uns letztendlich vorgestellt haben. Naja, also ein Tor gab es ja auch in der zweiten Hälfte nicht. Aber ja, da war wirklich mehr zu sehen. Mehr Einsatz, mehr Chancen, mehr von dem FCK, den ihr die ganze Saison so gefeiert habt. Dann mal der FCK. Terence Boyd, wenig zu sehen bislang, hier im Pech. Aber die Pfälzer bleiben dran. Klingenburg, Gregor rettet. Die Viktoria bekommt den Ball nicht raus, wird eingeschnürt von Kaiserslautern. Götze. Wie beim Scheibenschießen. Nochmal der FCK mit Hikmet Çiftçi. Treibt an mit viel Willen. Immer noch Çiftçi. Und dann ist es Redondo. Und Nicolas ganz stark verhindert den Anschluss. Chancen für 3 Tore. Ja, Chancen gab es ein paar. Drin war keine. Davon kannst du dir dann auch nichts kaufen. Aber ja, immerhin macht diese zweite Hälfte ein bisschen Hoffnung für die Relegation. Trotzdem bin ich nach diesem Spiel total bei Thomas hängen.
Ja, das hat heute schon mal gesessen. Das war eine schwere Enttäuschung über die Art und Weise, auch wie wir heute aufgetreten sind. Verlieren kann man immer, aber so wie heute so ein Auftritt ist einfach indiskutabel. Ja, ist natürlich scheiße, aber es geht weiter. Wir haben noch zwei Spiele und die müssen wir jetzt ziehen. Und damit zur Relegation gegen Dresden. Wir müssen als Mannschaft zusammenstehen, als ganzer Verein zusammenstehen, die Fans wieder mitnehmen, gerade daheim. Und dann brauchen wir uns auch gegen Dynamo nicht verstecken. Aber wir müssen natürlich ein anderes Gesicht zeigen als heute in der ersten Halbzeit. Ja, würde ich auch so sehen. Was mich allerdings so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, dass es jetzt das dritte Spiel in Folge ist, was so in die Hose gegangen ist. Ich bin gespannt, was die Reaktion ist und wie sich was verändern soll. Marco Antwerpen hat da ja schon mal was angedeutet. Mir macht Mut, wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Da ist wieder jeder für den anderen durchs Feuer gegangen. Und vielleicht haben wir auch an gewisser Aufstellung immer zu lange festgehalten, dass wir längst hätten was ändern müssen. Okay, der Coach hat da offensichtlich den einen oder anderen ausgemacht, den er nicht in der Relegation auf dem Feld sieht. Das Positive ist, es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Und jetzt ist es vielleicht auch ganz gut, dass das Spiel gegen Türkgücü München nicht stattfindet und der FCK ein bisschen mehr Zeit hat, sich auf die Relegation vorzubereiten. Jeder, der schon mal Relegation geguckt hat, weiß, dass da kein großer Klassenunterschied ist. Wir müssen halt jetzt alles rausholen, müssen uns darauf konzentrieren und auf unsere eigenen Stärken besinnen. Und dann haben wir auch eine realistische Chance und dann können wir auch die Spiele gewinnen. Dann wird jetzt also nach vorne geschaut. Am 20. Mai geht's auf dem Betze los. 4 Tage später dann der Showdown in Dresden. Und vielleicht wird ja bis dahin alles besser. Wir melden uns auf jeden Fall vorher nochmal mit einer neuen Folge Dein FCK am nächsten Montag. Abonniert gerne unseren Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bleibt lieb zueinander und vor allem denkt dran, es kann ja eigentlich nur besser werden.